Welcome to Mr. Hilo. Willkommen zurück zu Mr. Hilo und Uncharted 4 A Thief's End. Wir sind gerade immer noch mit den jungen Drake-Brüdern in der Vergangenheit und berauben gerade ein Haus einer Abenteurerfamilie, der Bücher der Drake-Mutter. Also die beiden Drake-Brüder suchen nach den Büchern ihrer Mutter und sind gerade in einem Haus und wir in einem Lüftungsschacht, um genauer zu sein, und suchen die Wohnungen, die Räume, in die wir rein müssen. Hier müssen wir lang, okay. Auf jeden Fall sehr interessant hier. Ein riesiges Haus mit sehr vielen Schätzen. Okay, bin drin. Warte. Klar. Von hier ist sie auch verriegelt. Oh, scheinbar scheint hier jemand schwer krank gewesen zu sein. Wir lesen uns das mal durch. Evelyn, ich hatte gehofft, dass ich diesen Brief nicht schreiben müsste. Ich hatte gehofft, mein Standpunkt wäre in unserem letzten Gespräch deutlich geworden. Ich hatte gehofft, dass mein Ignorieren deiner wiederholten Kontaktversuche eine unmissverständliche Botschaft wäre. Als ich erfahren habe, dass du meiner Tochter einen Scheck geschickt hast, wurde mir klar, dass meine Botschaft zu subtil für jemanden wie dich war. Ich brauche dein Geld nicht. Genauer gesagt, ich will dein Geld nicht. Ich kann sehr gut ohne deine Hilfe für meine Familie sorgen. Es beleidigt unser beider Intelligenz vorzutäuschen, dass deine leere Geste irgendwie unsere Beziehung wieder aufleben lassen könnte. Das Wenige, was uns noch verbunden hat, war in dem Moment zunichte, als du dich dazu entschieden hast, Vaters Begräbnis nicht beizuwohnen. Er hat dich bis zu seinem letzten Atemzug geliebt. Ich tue es nicht. Ich bete, dass du Frieden darin findest, wonach du dein ganzes Leben lang gesucht hast. Aber kontaktiere mich oder meine Familie nie wieder. Edmund. Okay. Scheinbar, ja, echt traurig. Scheinbar ist, die liebe Evelyn nicht so nett. Und ist nicht mal bei dem Begräbnis ihres eigenen Vaters aufgetreten. Mal gucken, ob wir noch was haben. Gefunden? Keine Aufzeichnungen. Tja, okay. Da ist noch die andere verschlossene Tür. Komm. Warte kurz, lass mich kurz mal gucken, ob wir die Tür hier auch aufmachen können. Nee, können wir leider nicht. Okay, also andere verschlossene Tür. Das ist auch wieder so typisch Storytelling in Games. Es ist immer die letzte Tür oder der letzte Moment, in dem man rein kann. Dort findet man das dann. Also ich nehme stark an, dass wir jetzt das finden, was wir suchen. Wow. Aufzeichnungen zu Hause. Aber hallo. Auch hier, dass diese Aufzeichnung wird im Zweifel nicht hier vorne sein. Oder? Der Raum ist nicht so groß. Hier ist es. Oder? Ne, Cassandra M. Sind sie das? Der Raum ist nicht so groß. Hervorragend. Das Bild da hinten. Das sind sie. Wer ist das auf dem Bild da hinten? Reichtümer des Paradieses? Avery, okay, ihre Mutter hat tatsächlich damals schon nach Handy Avery gesucht. Was hast du denn? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. War das? Nein, es ist eindeutig Mams Handschrift.
Nehm die Hände hoch. Langsam. Hey, das ist nicht nötig. Was hält er da? Hey, zielen Sie nur auf mich. Gib mir mein Buch. Okay. Tut mir leid, Nathan. Und was jetzt? Jetzt warten wir auf die Polizei. Hey, das wollen Sie sich doch bestimmt nicht antun. Stopp. Ich meine, das Leben von zwei Kindern zu zerstören ist... Ich will euch wirklich nicht erschießen. Kommen Sie, Lady, es ist doch gar nichts passiert, stimmt's? Wir alle müssen uns den Konsequenzen unserer Taten stellen. Müssen Sie ihn wenigstens gehen. Ich brachte ihn her, um ihm die Sachen unserer Mutter zu zeigen. Das ist alles, sie hat gar nichts damit zu tun. Was? Das heißt, das war allein meine Idee. Nein. Die Sachen eurer Mutter? Da die Aufzeichnungen sind von unserer Mama. Ihr seid Cassandra Morgens Jungs. Hi. Mein Gott. Ich hätte euch fast erschossen. Ja, könnten Sie noch immer. Also, würden Sie... Sie kannten Mom? Sie hat für mich gearbeitet. Wie ihr sicher bemerkt habt, bin ich sowas wie eine Sammlerin. Das ist mal eine Untertreibung. Also, hat Mom für Sie übersetzt? Eure Mutter war die brillanteste Historikerin, die ich je getroffen habe. Wir hätten gemeinsam so viel erreichen können. Doch dann ihre Krankheit, die... Tut mir leid. Nein, schon gut. Das ist lange her. Von all ihren Entdeckungen... wäre das die absolute Krönung gewesen. Sic Harvis Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Sir Francis Drakes Wahlspruch. Ja, Latein und historische Figuren. Das waren unsere Themen beim Abendessen. Wir waren eine seltsame Familie. Hat sie euch je von ihrer Theorie über Sir Francis Drake und seine Nachkommen erzählt? Sir Francis Drake hatte keine Nachkommen. Das will die Geschichte uns weismachen. Aber eure Mutter und ich sahen das anders. Die Geheimnisse dieses Piraten zu lüften, ist noch ein Abenteuer, dem ich Lebwohl sagen muss. Ich muss wohl vielem Lebwohl sagen. Verzeiht mir. Das Gerede einer alten Frau. Hier. Ihr habt genauso viel Anspruch darauf wie ich. Wer weiß, vielleicht beendet ihr ja eines Tages, was sie begonnen hat. Ja, also, sind wir aus dem Schneider, ja? Ich regel das mit der Polizei. Ihr habt hereingefunden. Da findet ihr auch allein wieder raus, hm? Ja. Das Chaos tut mir leid. Okay, komm, Nathan. Gehen wir. Alles okay? Oh, heilige Scheiße. Nein, nein, nein. Hey. Sam?
Hier ist die Polizei. Warte, okay. Wir müssen doch was tun. Ja, wir müssen dringend hier verschwinden. Wir können sie doch nicht hier lassen. Wir können nichts für sie tun. Okay, wir müssen abhauen. Wenn die Cops uns hier finden, dann... Nathan! Wir müssen weg. Sofort. Fenster, Fenster, komm! Okay, Sie sehen oben nach. Sie, komm mit mir. Warte. Okay, war auf jeden Fall gerade eine sehr packende Geschichte. Scheinbar kannte diese Frau, die hier gelebt hat, die Mutter von Nathan und... Der ist ganz schön nah hinten, nur hinter uns dran hier. Steig auf, los, komm! Okay. Wir sind in Sicherheit. Lass uns mal kurz verschnaufen, ja? Was für eine Nacht. Was für eine Nacht. Diese alte Frau. Hey. Jetzt hör mir mal zu. Das vorhin war nicht unsere Schuld. Ich meine, die Frau, die war krank. Nein, es ist ja okay, sich mies zu fühlen. Aber wir hätten da nichts tun können. Und was machen wir jetzt? Ich kann nicht zurück ins Waisenhaus. Du kannst nicht zurück zu deinem Job. Dann lassen wir es. Klar. Nein, ich mein's ernst. Wir beide hauen so weit von hier ab, wie wir überhaupt nur können. Ja? Und wie lange, bis die Cops uns finden? Oh, ich glaube, die suchen nach Nathan und Samuel Morgan. Ja, das sind wir. Wenn wir das nicht wären. Nathan, vorhin in dieser Villa wusstest du genauso viel über diesen Kram wie diese arme alte Frau. Hier. Ich wusste schon immer,
dass das Schicksal Großes mit uns vorhat. Aber bis heute Nacht wusste ich nicht, was das heißt. Aber das, Mams unvollendete Arbeit, das ist unsere Chance, ein neues Leben anzufangen. Mit neuen Identitäten. Wovon redest du da? Ich kenne ein paar Leute. Die fälschen astrein Papiere. Und was unsere neuen Namen angeht. Mom glaubt, dass Sir Francis Drake hätte Nachkommen gehabt. Wer will das Gegenteil beweisen? Du meinst das ernst, oder? Nathan, das ist unser Schicksal. Und ich verspreche dir, du und ich zusammen, wir werden es weit bringen. Na, was sagst du? Nathan Drake. Und danach änderte sich alles. Weißt schon, wir wurden Entdecker, Abenteurer, hauptsächlich Diebe. Au. Okay, halt mal still. Eine Weile lang war es so. Wenn wir uns nicht im Knast abgewechselt haben, dann haben wir zusammen drin gesessen. Und nachdem ich ihn verloren hatte, nachdem ich dachte, ich hätte ihn verloren. Du wolltest nicht mehr über ihn reden. Sowas in der Art. Tja, das war's. Jetzt weißt du alles. Bei dir bezweifle ich, dass das alles war. Aber es war schon viel. Und was denkst du jetzt? Ich denke, dass du Glück hattest, dass ich dich gefunden habe. Ja. Ich bin froh, dass du kein Bein verloren hast oder so. Wäre verteufelt schwer geworden, dich hier rauszuschaffen. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Ach, weißt du, das war ein Kinderspiel. Einfach immer dem Klang der Schüsse nach. Nein, ich meine, wie bist du hergekommen? Oh, na klar. Sally, kommen. Na, Schätzchen. Wie geht's ihm? Ach, weißt du, er ist angeschlagen, aber er lebt wie zu erwarten. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen Drake. Wie meinst du das? Nate, kannst du dir erzählen. Hey, Kumpel. Schön, dass du da bist. Wollte ich nicht verpassen. Was ist mit Sam? Brave hat ihn. Scheiße. Weißt du, wo sie sind? Ja, sie wollen zur Nordseite der Insel. Sieh mal, ob du dort einen Platz zum Landen finden kannst. Sobald wir Sam haben, müssen wir verdammt schnell hier weg. Verstanden. Hey, hey, und der Schatz? Vergiss ihn. Wir brauchen ihn nicht. Aber Alcazar... Nein, es gibt kein Alcazar. Das war alles Blödsinn. Warte, du meinst, die Schulden, die... Die Flucht. Ja, Sam hat alles erfunden. So ein Arschloch, was? Pass auf, ich werde dir alles erzählen, wenn wir uns sehen, okay? Ja, ich kann's kaum erwarten. Hör zu, passt da unten auf euch auf. Du kennst uns. Wir tauschen. Danke. Bitte. Nein, ich meine... Danke, dass du mich gerettet hast. Wieder. Diesmal hätte ich es fast nicht gemacht. Okay. Komm. Wir müssen jetzt los. Okay. Wir wollen also zur Nordseite der Insel. Ja, nun. An der Stelle beenden wir diese Folge, in der ihr habt es mitbekommen. Unfassbar viel Film mitgekriegt hat, Szenen mitgekriegt hat, die das Spiel eben verpackt in eben diesen solchen grandios gemachten Filmsequenzen.
Und ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade extrem auf der einen Seite gerührt, überrascht, auf der anderen Seite jetzt eben, wie dieser Kapitelname das schon sagt, wie in guten wie in schlechten Zeiten. Elena scheint Nathan zumindest so weit, naja, verziehen zu haben, dass sie sagt, sie hilft ihm, sie hat ihn gerettet, sie ist hierher gekommen, nur seinetwegen. Und ich hoffe natürlich auf ein versöhnliches Ende zwischen den beiden, meiner beiden Lieblingscharaktere in diesem Spiel, neben natürlich Sully und Nathan. Diese Bromance, diese Vater-Sohn-Beziehung war schon immer sehr, sehr cool. Ja, krass viel Film, super viel Action, super viel Spannung. Wir haben vorher die Situation, wie Nathan Drake überhaupt erst zu Nathan Drake geworden ist, mitbekommen. Und mir macht das gerade einen heiden Spaß. Ich bin auf der einen Seite extrem gerührt von allen Filmsequenzen, von der Stimmung, die musikalisch erzeugt wird, als auch durch das, was man visuell hier sieht. Und ich muss einfach sagen, es macht mir einen heiden Spaß. Wir werden in der nächsten Folge Kapitel 17 durchleben und gemeinsam mit Elena durch den Dschungel streifen und hoffentlich bald auf Sully treffen. Naja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis dann und ciao.